Der neue Spielplatz in der Ravensburgstraße ist offiziell eröffnet. 300.000 Euro hat die Stadt Neubrandenburg hier investiert, zu 80% durch Städtebaufördermittel unterstützt. Kitas aus dem Quartier und die Wehrkids der Neuwober haben Baumpatenschaften übernommen. Der neue Spielplatz namens Rabenburg soll gestalterisch an die slawische Ravensburg anknüpfen, deren Überreste im Erdreich des nordöstlich gelegenen Burgholz ruhen. Naturnahe Baustoffe sind hier das Material der Wahl. Kinderwünsche aus der Nachbarschaft wurden bei der Planung mit bedacht. So ist der Spielplatz ein echtes Unikat. Also wir haben hier Holzspielgeräte, die nicht von der Stange kommen, wie man so schön sagt, sondern individuell für diesen Spielplatz angefertigt wurden und dann natürlich die Burg von Jana Wolf gestaltet. Das ist etwas ganz Besonderes. Circa 660.000 Euro werden in diesem Jahr in zusätzliche Spielplatzprojekte investiert. Für den Spielplatz am Messeplatz hat die Stadt Neubrandenburg einen Förderbescheid erhalten. Mithilfe europäischer Fördermittel werden allein hier 330.000 Euro zur Neugestaltung in die Hand genommen.